Ja, ho, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Knights of Pen and Paper, oder auch genannt die Ritter des Bleistifts und Papier. Oh yeah. Letztes Mal waren wir hier, glaube ich, im Startdorf und haben irgendwelche Sachen gemacht. Ach ja, genau, wir haben hier den Händler befreit und sowas. Das weiß ich ja noch alles, weil ich die Folge vorhin hochgeladen habe. So, mal gucken, was haben wir so? Quest, Reisen für ein Dorf, Eskorte, Beute zu Karotten. Ich glaube, wir reisen mal ins ferne Dorf. Reist auf fernes Dorf und setzt die Quest fort. Charles, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, wie Charles ist, aber trotzdem. Ihr seid auf dem richtigen Weg. 16 Gold und 1875 Gruppen-EP. Boah, das war jetzt richtig viel XP. Haut mich gerade vom Stuhl. Beutezug Wüstenrose, Jagd auf Kaktus, Schlange, Riesenkäfer. Allmächtige Waffe. Ich würde Beutezug Wüstenrose nehmen. Ihr begebt euch im Ferndorf auf die Suche nach einer neuen Aufgabe. Würfel. Ihr seht eine Frau, die so traurig aussieht. Ihr versucht, mit ihr zu reden, um den Grund ihrer Trauer zu erfahren. Hey Frau, was ist los? Du siehst traurig aus. Ah, okay. Hallo Abenteurer. Ach, es ist mein Bruder. Er kam vor einer Weile zu Tode. Es gibt da einen Magier, von dem alle sagen, er würde versuchen, ein verbotenes Ritual zu vollführen. Anscheinend war dies Teil des Rituals. Wie auch immer, jedenfalls liebte er diese Wüstenrosen wie überall in der Wüste des Sandes der Zeit verstreut sind. Aber ich kann keine sammeln gehen, weil es dort so gefährlich für mich ist. Ich denke, das könnten wir für dich erledigen. Wieso rede ich den Kleriker so behindert? Auf in die Wüste des Sandes der Zeit. Vielleicht kann ich da graben, dann kriege ich Sand für die Fiole der Sande. Hey, da ist eine Zeitmaschine. Und warum ist da hinten Stargate? Was das daneben dran ist, will ich gar nicht wissen. So, Wanderdüne. Flammenstachel. Sandsack. Ich würde mal sagen, wir kämpfen gegen Wanderdünen. Und so ein komischen Skorpion. Da helfen auch keine Cheats. Gegenschlag. Spalten. Feuerball. Zorn der Bestie. Ha. Ich hab ne Idee. Super effektiv. Haha, Zirkel der Heilung. Ein Glück, dass ich einen Kleriker im Team habe, sonst würde ich hier wahrscheinlich elendig sterben. Spalten! Super Eis, vereisen. Zorn der Bestie. Quatsch.
Und jetzt bieg ihn noch einmal mit deinem Zauberstab. Oh Gott. Ein Sandsack. Also irgendwo kommt mir das Ding bekannt vor, aber ich weiß, ich habe keine Ahnung von wo. Wirklich, mir fällt kein Stück ein. Victory. Und eine Wüstenrose. UEP. Mit jeder Nacht steigt die Gefahr. Kämpfen. Wir kämpfen gegen 5 Skorpione. Nein, warte. 5. Ihr könnt nicht vorbei. Ja, an denen kommen sie wohl üblich nicht vorbei. Und ich muss wieder das Dings ausmachen. Steam. Vergesse ich jedes Mal. Kann man hier immer sehen, wenn die Leute hier ankommen. Und darauf habe ich keine Lust. Irgendjemand ist, wurde, hat schlafen, oder? Hat jemand Schlaf drauf? Ich weiß es gerade nicht. Hat sich gerade so angehört. Spalten. Oh, das war der Schlag und nicht Spalten. Okay. So, dieses Mal Spalten. Oh, jetzt ist der Kleriker tot. Ganz schlecht. Dem hätte man mal helfen können. Man kriegt die Regeneration. So, und es halt als ich noch mit deinem Super Skill. Weil der Heiler ja tot ist. Oh, und der Krieger schläft. Oh, ich muss mal eine Wüstenrose holen. Kindergeburtstag. Seht ihr das da vorne wie Kindergeburtstag aus? Ich glaube nicht. Oh, der Magiewiderstand. Ne, der ist auf jeden Fall betäubt. Und ein Wunder ist, ich spiele dieses Spiel zudem eigentlich nicht blind, ja? Ich sage nicht blind, doch ich spiele es blind eigentlich. Ich habe bloß, also den Teil hier kenne ich. Ich habe ungefähr bis zu einem gewissen Teil habe ich gespielt und dann auch gar nicht mehr. Weil ich dann hier anderes noch zu tun hatte. Weil ich kann nicht den ganzen Tag Knights of Pen and Paper spielen. Zumindest nicht den ganzen, aber den halben Tag. Oh, ich habe 2 Wüstenrosen bekommen. Reisen nach fernes Dorf.
Sand, soweit das Auge reicht. Was? Nein, doch, es gibt schon was Neues. Du sagst mir nicht, dass es nichts Neues gibt. Ich habe keinerlei Schleifsteine. Okay. Du sagst mir also, ich habe meinen Schatz. Du sagst also, ich habe keinerlei Schleifsteine. Ja, und was ist war mit denen hier? Hm? Die habe ich mir nicht aus dem Hintern gezogen. Ihr habt es geschafft. Vielen, vielen Dank. War überhaupt nicht schwer. Wieso muss da immerhin muss immer mein Bruder im Hintergrund rumrennen? Ich mag das gar nicht. Aber ich denke dann immer, dass irgendjemand in mein Zimmer kommt und mich beim Aufnehmen stört. Ihr habt ein paar Schwierigkeiten damit, das Grab des Bruders der Frau zu finden. Die Beschreibung, die sie euch gegeben hat, war nicht gerade genau. Vielleicht solltet ihr in der Wüste des Sandes der Zeit nachsehen. Reist zurück in die... einfach in die Wüste des Sandes der Zeit. Oh, es gibt einen Kampf. Okay. Wow, ich habe dem jetzt so ziemlich alle Debuffs draufgehauen, die ich haben kann. Oder die ich ihm geben kann, so ungefähr. So ähnlich. Justus, bumm. Okay, das war gerade was. Nicht so nötig, aber egal. Plötzlich tritt ihr auf etwas Hartes. Als ihr nach unten blickt, könnt ihr folgende Inschrift erkennen. Grab des Bruders der Frau. Also, das ist mal die detaillierste beste Beschreibung, die ich je gehört habe. Ha, okay, das hier ist das Grab. Ihr legt die Wüstenrosen auf sein Grab und hört ein merkwürdiges Geräusch. Würfelprobe. Das Grab erzittert. Ihr tretet zur Seite. Das laute Geräusch versetzt euch in Angst und Schrecken. Ihr habt mich erweckt. Danke. Und wie läutet der Name? Wir kennen dich nur als Bruder der Frau. Ich kenne meinen Namen selbst nicht. Ich werde nach Hause zurückkehren und meine Schwester fragen. Sie glaubt, dass du tot bist. Ich habe es gelesen. Sie glaubt, du tot bist. Bist du sicher? Moment, was ist geschehen? Ich wurde vom Schwarzmarke verflucht. Ich erinnere mich noch, dass mich jemand beherrschte und dann fiel ich in einen totenähnlichen Schlaf. Als ihr diese Wüstenrosen auf mein Grab legtet, erwachte ich. Sie weckte die Erinnerung an meine Schwester und damit auch mich. Question, die Frau wird euch für eure Taten für immer dankbar sein. Oh, und ein roter Apfel. Oh, Level Up. Ja, Level Up. Und wir hauen hier das Weisen nach oben, weil irgendwo finde ich das doch praktisch. Also der hängt jetzt von den XP ja ziemlich weit zurück, würde ich mal sagen. Boah, jetzt dachte ich schon, was da für ein komisches Geräusch ist, mein Handy. Moment. Ich glaube, man hat das jetzt nicht gehört, weil... Ich sollte hier den Ton mal ausmachen.
auf Vibrieren stellen. Also es kommt hier mal das Epic Sex Guy. Sandsack. Wir machen mal Jagd auf Sandsack. Gegen was kämpfen wir dieses Mal? Eine der sieben Plagen, wie in diesem Mumienfilm. Macht sie nieder. Tötet sieben Sandsack in einer oder mehreren Schlachten. Ich kann nur eins davon. Nehmen. Immer. Finde ich etwas schade eigentlich. Ja, Level up. Ich glaube, ich würde mal verspotten. Und Kampftraining, Gegenschlag, Drachenblut. Drachenblut, 100 TP. Ich kann immer nur eins davon nehmen, Alter. Ja, es ist schlecht, etwas mehr aufzubieten, wenn ich nur eins davon bringen kann. So dann halt etwas exklusiv lange Sandsack-Kampffolge. Vielleicht nenne ich sie einfach das Sandsack-Schlachten. Oder so. Warum das Ding auch immer Sandsack heißt. Weil ich habe mir eigentlich darunter vorgestellt, dass es einfach so ein Sack ist mit Sand, so ein Sandsack. Einfach halt so typisch, so sackmäßig steht dran und mit so einem Gesicht drauf. Das wäre mal ein cooler Gegner, also wirklich. Wenn du wirklich einfach nur gegen so einen Sack kämpfen müsstest. Oh, sogar wir kämpfen gegen einen Sandsack. Das habe ich jetzt aber gar nicht erwartet. Der kam voll überraschend. Voll überraschend beim Schlafen, Ist aber ein böser Typ. Voll der krasse Typ. Bring deinen Charakterbogen auf den neuesten Stand. Ich würde mal sagen, Zirkel der Heilung. Weil habe ich in letzter Zeit doch schon etwas öfters gebraucht. Oh, mal keine Sandsäcke. Sondern mal was anderes. Was anderes ist doch auch mal schön. Ups, falscher Spell. Victory. Ah. Endlich können die sich mal ausruhen, ohne irgendwelche seltsamen Begegnungen. Komm, das ist etwas töten. Okay, töten wir den Sandsack. Bitte nicht schummeln. Ich glaube, ich brauche mal langsam wirklich bessere Waffen. Aber das will ich erst eigentlich mit Rabatt machen. Und
wenn der Schmied hier schon etwas besser ist.